Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche des Retro-Battles und heute ist Parodius auf den Super Nintendo an. Ich bin ja kein großer Shoot'em-Up-Fan, aber Parodius, das hat mich wirklich gepackt, weil sich das nicht so ernst nimmt. Ihr seht es gerade selber. Ach, einfach herrlich. Heute als Glücksbringer habe ich mal im Hintergrund, na, was so, spiegelverkehrt mit der Kamera, erschrecklich. Die Katinka sitzt da. Mal gucken, ob die mir heute Glück bringt. So, die Regeln sind: Stufe 5, den Oktopus, wie man auch auf dem Bild sieht. Und 2 Leben, wenn die meisten Punkte hat. Also schauen wir mal rein. Als Option, wie man sieht, ich habe Stufe 5 eingestellt. So, dann gucken wir mal. Player 1. Ich habe ja mal einen Test dazu gemacht. Ich fand es eigentlich echt gut. So, den Oktopus, den wollen wir ja haben. So, aber ich bin nicht gut in den Spielen, aber ich glaube, die anderen sind auch teilweise nicht so gut, deswegen schauen wir mal. Ja, mit den Power-Ups, das war ja egal. Ich nehme, denke ich mal, die Auto-Power-Ups, was auch sonst. Oder, was meinst du, Katinka? Katinka nickt, also zumindest innerlich auf jeden Fall. So, dann hauen wir mal rein, würde ich sagen, und hoffen auf das Beste. Toi, toi, toi. So. Also ich mag einfach im Parodius diese nicht so ernste Aufmachung, sage ich mal. Wir wollen jetzt natürlich möglichst viele Power-Ups einsammeln. Und dafür müssen wir immer diese Gegnerwellen hier erledigen. Ja, am besten man fängt es gleich so am Anfang ab. Ja. Ah. Zack, 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 zack. So, ne, wie man sieht, ist jetzt schon besser, weil die Power-Ups es einfach gibt in verschiedenen Stufen. Ah, da hat es mich jetzt schon zerfetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha. Gucken wir mal. Na, schon mal 2 Power-Ups hier. Das ist zumindest nicht schlecht. Und auch die Gegner. Einfach klasse, oder? Hier irgendwie so Krabben. Und wir fliegen jetzt hier nicht so wie bei A-Type oder so durch irgendeine Weltraumgrütze, sondern das ist halt alles. Dieser Pinguin geht mir da gerade unten ziemlich auf den Keks, muss ich sagen. Und wie man hier sieht, irgendwelche Wale und sowas. Also ist schon echt cool gemacht. Ha! Zwei Leben, ne? Das ist mein letztes Leben. Gucken wir mal. Wollen wir mal gucken, die Glocke. Die Glocke muss man immer so ein bisschen schießen. Und je mehr man sie schießt, desto ein besseres Power-Up bietet sie. Also man darf sich hier echt nicht von dieser eher, ich sag mal, munteren Aufmachung täuschen lassen. Es ist wie die meisten Shoot'em-Ups leider relativ hart. Ah, mal gucken. So, zack, 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 zack. Nein! Oh. Ja, ich habe aber auch schon gehört, bei anderen ist das Video ähnlich kurz. Ha! Also, Punktstand 10.500. Die Katinka im Hintergrund guckt auch sehr missmutig. Ich habe nur gesagt, ich mag das Spiel. Ich habe nicht gesagt, dass ich gut da drin bin. Naja, schauen wir mal, wie sich die anderen geschlagen haben. Ich befürchte, diese Woche werde ich jetzt keine großen Punktzahlen für mich einheimsen können. Aber trotzdem, danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen. Tschüss.